Ja, hallo zusammen. Heute basteln wir uns ein Tangram-Spiel. Das ist so ein chinesisches Spiel. Das besteht aus Dreiecken, Vierecken und einer Raute. Und da wollen wir uns heute mal dran begeben. Und dann werden wir uns eine Kiste noch drumherum bauen mit einer Plexiglasscheibe, so dass man das Spiel dann auch im geschlossenen Zustand sehen kann. Oh, mal gucken, wie das wird. Okay, dann lass uns mal loslegen. Thank you.
Ja, Danjongs Spiel ist fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin ja immer wieder erstaunt, was man aus einer Idee alles so machen kann und was dann im Endeffekt aber rumkommt. Und also die Herausforderung war eigentlich, zum einen mal hier gerade Schnitte auch nochmal mit der Stichsäge zu machen und dann die einzelnen Elemente, dass sie halt dementsprechend dann auch wirklich passen, war schon mal sehr schön. Und im Endeffekt dann auch hinterher darum, eine Aufbewahrungsbox zu bauen, die halt direkt nur für das Spiel ist. Und die habe ich auch wieder aus dem Holz gemacht, wo ich auch das Mühlespiel rausgemacht habe. Und habe eine Plexiglasscheibe dann genommen, die man halt dann da reinmachen kann, sodass man dann auch im geschlossenen Zustand das Spiel sehen kann. Und das Spiel ist wirklich so fest da drin, dass das gar nicht da rausfällt. Die einzelnen Stückchen oder Teile von dem Spiel, die sind auch sehr gut geworden, fühlen sich sehr schön an. Und mit dem Öl, das ist ja sowieso dann immer eine ganz andere Sache. Und ja, man kann das dann auch, eine Seite ist so ein bisschen bemasert, die andere nicht. Und dann kann man das halt dementsprechend dann auch mit der Maserung dann wieder da reinbauen. So, mit der Maserung nach außen sieht es natürlich sehr schön aus. Dann die Scheibe da drüber. Ja, das ist das Spiel. Ich finde, das sieht auch wieder edel aus. Überall mit Filz. Und dann das schöne Holz. Dann, ich habe das auch noch gewachst hinterher. Und dann bekommt das auch so einen schönen Touch noch wieder dazu. Ja, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über Kommentare. Wer mich noch nicht abonniert hat, würde mich über ein Abo freuen. Ich hoffe, dass ich weiter interessante Projekte für euch mache und dass ihr bei mir bleibt. Und würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Alles klar, bis dann. Ciao.